Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Das ist gar nicht so wichtig, dass man mich da sieht. Vielmehr ist ja da der Schnee voll interessant. Gell? Das lenkt ein bisschen ab. Heute geht es um einen Winkel. Und da stellt sich einmal die Frage, was ist eigentlich ein Winkel? Und das würde ich jetzt mal so sagen. Stellt sich das da mit dem Buch vor. Da geht es am besten zum Zeigen. Da haben wir einen oberen Buchdeckel. Da haben wir einen unteren Buchdeckel. Und den kann man so aufklappen. Und dann sieht man schon, der obere Buchdeckel und der untere Buchdeckel, die haben da einen gewissen Abstand, kann man nicht sagen. Eben, eine Öffnung und das nennt man Winkel. Da gibt es jetzt verschiedene Arten von Winkel. Ja, wo zeige ich das am besten? So, da. So ist der Winkel einfach nicht da, sondern 0. Die Einheit von dem Winkel ist Grad. Und jetzt kann ich das so langsam aufmachen. Und da werden die Grad immer mehr. Und wenn das jetzt genau nach oben steht, dann haben wir da einen rechten Winkel. Der hat auch einen Wert, nämlich 90 Grad. Und ich kann das aber weiter aufmachen, solange bis das ausschaut, als ob es eine gerade Linie wäre. Das ist dann ein gestreckter Winkel. Das sind jetzt zweimal 90 Grad, nämlich 180 Grad. Und das geht aber auch noch weiter. Wenn ich jetzt da zum Zählen anfange, dann geht es da außen rum. Dann haben wir jetzt dreimal 90 Grad. Das sind 270 Grad. Und ich kann das auch noch weiter drehen, bis es wieder vollkommen zu ist, das Buch, dann ist es ein voller Winkel. Und das sind jetzt vier rechte Winkel, also 4 mal 90 sind 360 Grad. Also, 0 Grad, rechter Winkel ist genau 90 Grad, gestreckter Winkel ist genau 180 Grad, voller Winkel ist genau 360 Grad. Jetzt gibt es aber auch dazwischen noch ein paar Bezeichnungen. Alles, was so zwischen 0 und 90 ist, gell, also da dazwischen, das nennt man einfach spitzer Winkel. Wenn das jetzt größer als 90 ist, aber noch nicht 180, dann nennt man das stumpfer Winkel. Und wenn es größer als 180 Grad ist, da in dem Bereich, dann nennt man das erhabener Winkel. Ja, also auf die Art und Weise können wir jetzt alle Winkel einfach irgendwie benennen. 0 ist der geschlossene Winkel. Zwischen 0 und 90 Grad haben wir den spitzen Winkel. Dann haben wir den rechten Winkel, genau 90 Grad. Dann haben wir den stumpfen Winkel, größer als 90 Grad, kleiner als 180 Grad. Dann haben wir den gestreckten Winkel, genau 180 Grad. Dann haben wir den erhabenen Winkel, größer als 180 Grad, kleiner als 360 Grad. Und 360 Grad ist der volle Winkel. Das sind Begriffe, die müssen wir uns einfach merken. Spitzer Winkel, rechter Winkel, stumpfer Winkel, gestreckter Winkel, erhabener Winkel, voller Winkel. Und die Winkel bekommen eigene Bezeichnungen. Und für die Beschriftung von solchen Winkel nimmt man Buchstaben vom griechischen Alphabet. Und wie man die schreibt, das zeige ich euch jetzt noch. Die Linien habe ich jetzt nur mal eingezeichnet, damit man sich wieder erinnert, das sind die Großbuchstaben, das sind die Kleinbuchstaben. Und der erste Buchstabe im Alphabet, das ist
Das Alpha. Der nächste, der hat eine Unterlänge. Erinnert ein bisschen an unser scharfes S. Das ist das Beta. Dann haben wir einen Buchstaben. Den schreibt man meistens so. Gamma. Dann haben wir einen Buchstaben, der schaut so aus. Der Schneepflug. Delta. Dann kommt noch, wie unser großes E nur klein geschrieben, Epsilon. Dann haben wir Rho. Dann haben wir Phi. Und dann haben wir noch Omega. Manchmal habt ihr da so kleine Hackerlen dran. Natürlich gibt es im Griechischen auch Großbuchstaben. Das ist jetzt ein bisschen weniger spektakulär. Das große Alpha. Man möchte es kaum glauben, schaut so aus. Das große Beta. Man möchte es kaum glauben, schaut so aus. Jetzt kommt eine kleine Änderung. Das große Gamma schaut so aus. Das große Delta ist dieser Buchstabe. Dann haben wir das große Epsilon. Dann haben wir das große Rho. Dann haben wir das große Phi. Und dann haben wir das große Omega. Ja, yeah, da werden doch manche sagen, das kenne ich doch. Das findet sich auf der Osterkerzen. Genau. A und Omega. Alpha und Omega. Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und Omega ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Und deswegen ist das ja auf der Osterkerzen so drauf. Anfang und Ende. Dann übt das einmal nachzuschreiben, dass wir die Buchstaben da hinkriegen. Man nimmt dafür die Kleinbuchstaben vom griechischen Alphabet. Und das zeige ich euch jetzt. Nehmen wir die. Für die Beschriftung.